Hallo im Küchengarten. Schaut mal, wer heute bei mir zu Besuch ist. Mein lieber Freund Dani. Und heute wird es so richtig heiß. Genau, heute testen wir die Chilis aus Katharinas Garten. Bleibt dran. Ich bin schon richtig nervös. Ich glaube, ihr seht es mir an, denn wir haben hier verschiedene Chilis in verschiedenen Schärfegraden, aber sie sind alle doch eher zur mittelscharfen bis schärferen Gruppe, denn ich habe mir gewünscht, in meinem Garten Chilis anzubauen, mit denen ich Chiliflocken selber machen kann. Ja, ich kann euch nicht versprechen, dass ich bis zum Schluss durchhalte, weil ich normalerweise nicht so scharf esse. Aber dafür habe ich ja Dani da, weil Dani ist mit scharf eher befreundet als ich. Dani, erzähl mal, woher kommt denn das, dass du so gerne scharf isst und es so gut verträgst? Ja, das kommt vom früher, vom Indisch-Essen und so. Aber einen Contest machen wir heute nicht. Wir möchten es nur genießen und euch erzählen, wie es ist. Wir starten hier mal mit der Chili Hot Surprise. Und zwar ist die auf der Skala zwischen 5 und 15.000 Scoville. Also eben wie gesagt, auch nicht so wenig. Wir testen es mal. Nein, ich fange am Schluss an, weil dort ist es am wenigsten scharf und das kriege ich. Tut mir leid, Dani. Also wir schneiden uns jetzt da mal. Wie groß willst du denn? Ich will da zwischendrin eins. Ah, du willst eins von zwischendrin. Willst du es mit den Körnern und dem Weißen? So? Ja. Ui. Gut, Dani, bitte. Du tut zuerst. Wir machen Prost. Ja, ich bin vorsichtig. Was ich kriege, ist ein schönes Paprika-Aroma. Schmeckt wirklich wie eine Paprika. Ja, aber trotzdem schon ziemlich scharf. Gell? Mhm. Bei mir jetzt Gott sei Dank nicht, aber man sagt ja, je weiter an der Spitze, desto weniger scharf. Und du bist ja mutig gewesen, mehr in die Mitte. Also wirklich schon ziemlich scharf. Aber die Steigerung folgt. Ja, aber wie findest du es vom Geschmack her? Gut, wirklich noch nach Peperoni. Und trotzdem scharf. Also man riecht immer noch die Paprika. Stimmt, das heißt, das wäre eigentlich gut, eine auch für so eine Jausenplatte oder so, die man noch gut dazu essen könnte. Wo man ein bisschen am könnte Biss man hat. Machen. Mhm. Oder, ja, oder einkochen natürlich das immer. Das definitiv. Mhm. Okay, also mit der waren wir jetzt eigentlich recht glücklich. Schön. Mhm. Den Rest bewahren wir uns da auf. Kurz erzähle ich euch noch, für die Notfälle, wenn es dann ganz scharf wird, haben wir hier noch Brot. Joghurt natürlich. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, dann kann ich von drinnen auch noch Milch holen. Gell, Dani? Defibrillator und so. Oh Gott. Also das hoffen wir dann doch nicht. Und da wir einen gemütlichen Abend haben, sitzen wir auch hier alle mit unserem Glaserl Prosecco. Zum Wohl, Katharina. Zum Wohl, Dani. Und tun uns ein bisschen Mut antrinken. Gut, ich würde sagen. Die nächste ist eine türkische Sorte mit dem Namen Turunku Spiral. Die schaut am Strauch wirklich wunderschön aus, weil sie hat ganz viele. Die ist jetzt nicht so spiralig, aber es gibt wirklich auch welche, die komplett sich einrollen. Und sie reift von grün über gelb zu diesem wunderschönen Orange ab. Vom Schärfegrad ist sie eigentlich ziemlich ähnlich wie die vorige. Aber das werden wir jetzt testen, gell, Dani? Ich würde sagen, los geht's. Also ich nehme wieder das Zipferl, gell? Diese Weste. Ja, ich nehme. Und wo machst du wieder das Mitte? Ja, du auch. Aber dünnes Rädli. Ein dünneres Rädli, okay. Aber wirst du schon vorsichtig? Oder möchtest du eben so? Ja, die Hälfte. So? Ja. Na gut. Das ist ja schön. Gut. Also, Prost. Oh, Der ist aber viel weniger scharf. Ja, extrem viel weniger. Ah, sie kommt im Abgang, kommt sie. Bei mir gar nicht. Doch, weil die ich kommt, das Zipferl hatte. Die kommt im Abgang. Ich denke, wir nehmen nochmals ein. Okay, sollen wir von da? Nein, von da. Du auch. Nein! Also, sie kommt erst im Nachhinein. Aber doch, das, also das geht noch. Oh mein Gott. Ein dünneres für dich. Okay, ich nehme die Hälfte. Aber mit Kerne und mit der Plazenta. Na, jetzt wären wir aber ganz mutig. Aber der erste Eindruck bei mir war, dass sie, die war ja mehr nach Paprika und die war mehr fruchtiger. Fruchtiger,
Aber die Schärfe kommt erst beim Abgang. Ja, bei dem Stück. Nein, da habe ich die Schärfe sogar gleich vorne an der Zunge gespürt. Und jetzt zieht sie eigentlich über die ganze Zunge nach hinten. Oh, die war jetzt holla, die Walte. Nein, ich bleib wieder bei meinem Zipferl, okay, Dani? Ja, aber da nehmen wir den mit. Ich nicht. Also, ich nehme mal ein Stück Brot. Übrigens ein Zopf von mir selbst gebacken. Wenn ihr an dem Rezept Interesse habt, verlinke ich euch oben in der Infobox. Oh ja, das hilft jetzt. Mit Joghurt. Ich dunkle den Joghurt. Oh ja, Joghurt hilft. Und ich muss dazu sagen, der Dani ist neben dessen, dass wir jetzt hier schon so scharfe Chilis probieren, auch noch selbstgemachte Salsa, die ich diesmal auch schärfer gemacht habe, weil ich wusste, wie gern der Dani scharf ist. Also du bist ein Biest, Dani. Also dieses Rezept kann ich nur empfehlen. Ob sie dieses auch preisgibt, das wird im nächsten Video kommen. Bleibt dran. Nein, ich hab's schon. Das war mein letztes Video. Und ich wollte es natürlich zuerst ausprobieren, bevor ich so einer kritischen... Okay, ja, Dani liebt's. Die nächste ist hier mein absoluter Favorit. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Geschmack, sondern weil der Strauch so super ist. Dani, schau mal da drüber. Das ist die Chili Bolivian Rainbow und die wird wahnsinnig gern als Kübelpflanze gehalten, weil sie traumhaft dekorativ ist. Die kleinen Chilis reifen von gelb über orange über violett zu rot ab und das ist ein tolles Schauspiel und ich liebe das, wenn ich Zierpflanzen habe, von denen ich auch was ernten kann. Das ist definitiv, doch das Tolle, oder? Definitiv. Ja. Zwei Zwecke in einem. Gelb. Und jetzt habe ich es vergessen, wie viel Scoville haben wir da? 30 bis 50.000. Na Gott sei Dank habe ich dich da, gell Dani? Also, ich nehme das Zipferl, ein bisschen ein größeres Zipferl. Und Dani, du isst den Rest. Schau, du hast doch gemeint, die ist so klein. Nein, die ist heiß, von der habe ich Respekt. Ey, wirklich? Ja, weil sie rot ist, oder wie? Nein, die ist heiß, die ist... Also kleiner, so. Ja. Gut. Moment, dann muss mein Zipfel aber auch kleiner sein. Die könnte nahrhaft sein. Könnte nahrhaft sein, okay. Wenn es der Stock ist, den ich meine. Ja, es ist der da, der kleine. Also, zum Prost. Wohl. Ich habe eingeatmet, während ich es gekaut habe. Oh weh. Also, die hat praktisch nichts. Die können aber die ganze Zeit. Da bitte. Bist du sicher? Bei mir kommt sie jetzt. Pfeffrig, ich habe eine Pfeffernote, du. Schwierig zu sagen, aber im Nachhinein kommt die Schärfe, aber... Nicht so wirklich, doch. Die hat nicht viel. Wirklich? Nein, ich hatte von der Seite, und ich hatte nur den Zipfel, doch, ich habe total Pfeffer, und zwar ganz vorne an der Zungenspitze. Nein, die ist relativ... Die ist gut. Okay, dann kriegst du von mir dann nachher mal Samen für dieses Pflänzchen. Sie kommt zwar schon, aber... Auf der Zungenspitze, meine ganze Zungenspitze ist in Flammen. Brot. Gut. Als nächstes haben wir ein Geschenk vom Martin vom GM-Garten. Danke, Martin. Ist im Endeffekt bei mir wirklich noch schön gewachsen. Am Anfang hatte sie ja Schwierigkeiten wegen des kalten und nassen Frühlings. Aber schau mal, und ich habe zig solche Früchte dran... Leider habe ich keine ausgereifte bis jetzt noch dran. Die sollten eigentlich gelb werden. Das sind die Aji Amarillo aus Peru. Eine ganz tolle, wunderschöne Chili. Auf der Scoville-Skala rankt die wo, Dani? Zwischen 30 und 50.000 Scoville. Identisch wie die vorherige. Wir schauen, ob sie reif ist oder wie sie sich entwickelt hat. Ich denke, weil sie grün ist, wird es wahrscheinlich, hoffe ich, nicht so scharf sein. Ja, wir sehen es. Wir werden es in wenigen Sekunden wissen. Katharina kriegt das Zipferl. Dani, wie immer. Du hier, oder? In der Mitte ein kleines Rädchen, gut. Die hat, na doch, sie hat Samen. So, das ist ein Ist das gut? Okay, mein Zipferl kommt mal. So schön
schaut sie aus. Mein Zipfel kommt mir fast zu lang vor. Dani! Los! Prost! Prost! Null. Ja, die ist noch nicht reif. Bei dir auch null? Ja. Ja, sie kommt wenig. Sie kommt wenig. Du darfst es riskieren. Nein. Wohl, darfst du auch riskieren. Nein, ich heb's mir für die nächsten sind nämlich reif. Da habe ich Angst. Aber was, also sie schmeckt momentan wirklich wie eine ganz grüne Paprika. Aber das liegt sicher daran, weil sie eben noch nicht reif ist. Mhm. Wie gesagt, ich hatte noch keine Reife. Also die verkoste ich dann nochmal, wenn sie reif ist. Da geht sicher noch was. Ich muss sagen, im Geheimen, ich bin froh. Entschuldige, Dani, ich bin froh. Jetzt bin ich bald mit deiner Nervosität angesteckt. Jetzt bin ich jetzt voll nervös. Ja. Jetzt bist du nervös. Ja, jetzt geht's mal. Also was ich für einen Einfluss auf die Männer habe, gell, Dani? Unglaublich. Unglaublich. Alles ist heiß. Ja, und alles ist nervös. Ja. Aber ich sag's dir, jetzt geht's auch wirklich in die Richtung der spannenden Geschichten. Mhm. Ja, denn... Oh mein Gott. Bringen wir es hinter uns, ja. Also die nächste ist wirklich eine wunderschöne Chili. Die ist auch reif. Die soll diese traumhafte Pfirsichfarbe haben. Da ist der Name Programm. Die heißt Sugar Rush Peach. Peach wie Pfirsich. Sugar Rush, also das schnelle Süße. Da bin ich jetzt die gespannt. Muss süß sein. Ja. Aber Scoville können sich auch sehen lassen, Dani? Müsste zwischen 50 und 100.000 sein. Okay. Ich schaff's das Zipferl. Kleines Zipferli. Geht ja, schon? Nein, da ist jetzt Nein, Moment. Meine Zipferl werden immer größer. Da ist nur Zipferli und Hut. Ja, ich will nur Zipferli und Hut. Ein bisschen muss schon da. Ja, da muss schon. Okay, gut. Ist auch nur Hut und kein Zipferli. Also, was willst du? Schau mal, das hat fast überhaupt... Also das hat bis jetzt... Ja, ich schneide mal in der Mitte an. Ah doch, da kommen die Samen. Gut, ich würde sagen, ein Viertel von einem Rad. Mein Gott, Mathematik muss ich jetzt auch noch. Also ein Viertel von, wie soll dick soll das Rad sein? So? So? Ja, genau. Aha. Und ein Viertel mit Kernen und mit Plazenta? Kernen, genau. Gut, weil Plazenta ist ja das Weiße. Mhm. Und da ist anscheinend die Schärfe drin. Nein, die soll zwischen der Haut und dem Fruchtfleisch sein. Ah ja? Neu, nach neuen Erkenntnissen. Mhm. Früher waren es die Kerne, aber nach neuen Erkenntnissen soll sie zwischen der Haut und dem Fruchtfleisch sein. Aber wir schauen. Da bin ich ja arm, weil ich habe am meisten Haut und Fruchtfleisch mit meinen Zipfeln. Jö! Okay, ein Viertel von vier, also so. Also zuerst halbieren und jetzt ein Viertel. Ich mache das ganz genau für dich, Dani. Cool. So. Und ich nehme das Zipferl. Jetzt nehmen wir mal doch da den. Dani nimmt den Zahnstocher, gell, damit man es nicht auf die Finger kriegt. Ich greife es nur außen an. Zum Wohl. Prost. Du, ich schmecke den Pfirsich. Ja. Gell? Absolut. Toll. Aber von der Schärfe her. Gar nichts. Also bei mir sie mal. Sie kommt aber bei mir ganz mild und. Ja, doch, sie kommt. Mhm. Sie kommt. Aber richtig ein Pfirsicher. Ja, Roma. Die ist fein. Die ist sehr gut. Die wäre für thailändisches Essen mit Chicken oder Ente hervorragend. Komm, bring eine Ente. Also, jetzt hörst du aber auf. Hast du auch noch ein bisschen mehr? Ne? Ich habe jetzt schon ein zweites Stück. Ich glaube, ich esse jetzt das andere Viertel von Danis Stück mittendrin. Let's go wild. Also Katharina wird jetzt wild. Wild. Nachdem sie heiß war. Ich werde sie bändigen. Na, das schafft nur mein Mann, Dani. Da könnte man die ganze essen. Nein. Ich hatte jetzt Kerne und Plazenta. Mhm. Aber immer noch Pfirsich. Mhm. Ich nehme noch mal aber eine. Jetzt, ja, nimm noch. Die ist wirklich. Aber jetzt mehr Schärfe. Und die ist lustigerweise ganz hinten am Gaumen. Wie ist das bei dir? Ja, die ist... Ja.
Tisch. Hinten. Baum. Aber Pfirsich. Aber geschmacklich ausgesprochen gut. Top. Und noch aushaltbar scharf. Mhm. Man müsste halt das Innere rauslösen, eben keine Kerne, keine Plazenta. Aber nur top. Den Geschmack, richtig die gut. Ja, schön. Ich glaube, die gewinnt unser... Und die Süße ist erstaunlich. Gell? Ja, sehr gut. Die hast du selber von, oder? Vom Kollegen. Die habe ich selber da. Die ist top. Also. Wieder ein Geschenk von Martin. Die Chase Peach Scorpion Ghost. Dani? 1 Million Scoville. 200 Mal schärfer als eine Jalapeno. Also mir flattern die Knie. Wir machen es traditionell. Wir beide lieben Traditionen. Ich mache Zipferl. Sei es Last Christmas oder sonstige Traditionen. Ein Viertel von einem Rädchen in der Mitte. Wie, bist du dir sicher? 1 Million? Aber sicher. Als Vergleich bitte die berühmt-berüchtigte Carolina Reaper 2 Millionen Scoville. Und die hat 1 Million. Sicher ein Viertel von einem Rädchen in der Mitte. Okay, also ich nehm ein Mini. Ja, wo willst du jetzt das Zipfel? Na da, ich find immer das Zipfel. Zipfel. Ich brauch die Hälfte vom Zipfel. Nein, bitte. Oh. Da. Ja, oh mein Gott. Das also und du Gebot. Bist du dir sicher dann? Ja, da bin ich mir sicher. Also wir haben Joghurt, okay? Also ja, ich schneide hier in der Mitte mal. Gefährlich. Also sie ist halb reif. Mit dem Handy. Bin ich sehr gespannt. Riecht die nach Vanille ein bisschen? Weiß ich nicht. Könnte es recht haben. Könnte Vanille sein. Gell, ein bisschen vanillig. Wir werden es jetzt testen. Moment, ich habe noch nicht abgeschnitten. Also hier ein dünnes Rädchen. Keine, also hat doch da nicht so viel. Schau mal, da drinnen fast keine Kerne. Mhm. Und da erst ganz hinten, ja, also komm, nicht so viel. Ich nehme die Hälfte. Nimmst die Hälfte? Ja. 1 Million, Dani? Eine, dann wären es dann nur noch 500.000. Ja, Alter. Also, auf gutes Gelingen. Meines ist zu groß. Nein. Ach, weil es das Zipferl ist. Ja, los. Ich habe Angst. Ich auch, aber nur ein bisschen. Los. Okay. Und das ist eben genau die. Die kommt im Nachhinein. Ich habe sie noch nicht geschluckt. Die kommt wie eine Flamme züngelnd hinten nach. Okay, ja. Ich habe es auf der ganzen Zunge. Es ist hinten. Na bitte, mein Gott. Oh mein Gott, meine Zunge brennt. Meine Zunge ist Feuer. Meine Zunge ist vorne Feuer. Und es ist mir in die Augen gestiegen. Meine Zunge ist vorne Feuer. Vorne, an der Spitze ist meine Zunge Feuer. Das ist aber die kommt im Nachhinein, das stimmt überhaupt. Joghurt. Joghurt. Ja, die ist schon. Oh. Die ist schon. Gell? Mhm. Aber sie geht. Ja. Aber sie kommt immer noch. Sie kommt. Mhm. Meine Zunge. Permanente Schock. Aber vorne an der Spitze. Bei dir? Das ist jetzt einfach so die Explosion von hinten hoch. Aber gut ist sie. Aber sie schmeckt nach nichts, nur scharf. Nein, nur scharf. Und da ist eben da, die kannst du zum Würzen gerne mehr brauchen. Naja. Aber, also in so Chili-Flocken, das schon. Ja. Ja, wirklich, jetzt, also die Zunge, jetzt breitet sich das nach hinten aus. Das ist wirklich wie eine stechende Flamme. Ja, stechende Flamme, gutes, ja. Die kommt einfach zuerst nichts und dann kommt eine Stichflamme. Dani, also das war wirklich eine heiße Erfahrung. Wir haben so viele verschiedene Chilis probiert, aber jede einzelne hat zumindest mir richtig eingeheizt. Also, ich hoffe, euch hat unser Chili-Tasting gefallen. Falls ihr selbst im Garten welche anbaut, probiert sie. Aber bleibt vorsichtig.
Und vergesst auch nicht, dem Video ein Like dazulassen, wenn es euch gefällt und ihr mehr aus meinem Garten sehen wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei mir im Küchengarten. Bis zum nächsten Mal und bleibt scharf!